Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 6. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1179, heute mit den folgenden Themen: Play Store, OneMove, Bosch, Hertz, WWDC 2022, DJI und GoodNotes. Ich beginne gleich mit Google und dessen Play Store. Da will man anscheinend jetzt richtig durchgreifen. Man hat es schon angekündigt, auf den 1. April keine weiteren Spielchen mehr zuzulassen, ähnlich wie bei Apple, das Ganze rigoros abzuschotten, im Sinne von, man kann nur noch über Google und die Möglichkeit des Google-eigenen Bezahlsystems bezahlen. Das stoßt einigen App-Herstellern und Diensten vor den Kopf. Hat man ja schon bei Apple gesehen. Parallel macht aber Google, und das hatten wir vor kurzem auch schon mal, ich glaube, es war hier in der Daily, bin ich ganz sicher, dass Google mit Spotify aktuell einen Test macht, dass man das eben anders macht. Ein bisschen komisch das Ganze. Ich habe mehrfach recherchiert und nachgeschaut und nochmals nachgeschaut. Nee, das war kein 1. April-Scherz, auch wenn das Ganze ab per 1. April durchgesetzt wird. Sehr, sehr speziell, was das anbelangt. Vor einigen Wochen haben wir, das weiß ich zumindest, in der Geek Talk News Episode mit dem Achim darüber gesprochen, dass OneMove neue Smart Bikes oder besser gesagt E-Bikes vorstellen wird. Das ist passiert, das S5 und das A5, zwei neue Generationen der Fahrräder sind da. Was können die Dinger? Sie können von Haus aus logischerweise auch wieder auf das Apple Wo-Ist-Netzwerk zugreifen. Somit in einem Betrugsfall oder wenn es geklaut wird etc. kann man rausfinden, wo das Ganze ist. Man kann es sperren lassen und solche Geschichten. Und man sieht auch sonst, wo man es abgesetzt hat, wenn man nicht mehr genau weiß, wo man parkiert hat. Das Absetzen ist ein gutes Thema. Auch die Möglichkeit, das Fahrrad anzubringen mit einem Schloss, hat sich verbessert. Hier hat man ein bisschen nachgebessert. Auch ein erstes Mal, dass ein Halo Ring mit integriert wurde, ist beim neuen Modell so. Und die Möglichkeit einer Smartphone-Halterung direkt am Rahmen ist gegeben mit USB-C-Zugang, sodass man das Smartphone auch gleich aufladen kann. Passend dazu, wenn wir schon gleich beim E-Bike-Thema sind, Bosch, die E-Bike Connect-Plattform ist ab sofort Apple Health kompatibel und bekommt neues Kartenmaterial. Das heißt, für alle Apple-Nutzer, die kein, sagen wir jetzt mal, eine Apple Watch mit dabei haben oder sonstige Smartwatches oder Wearables, um das Ganze zu tracken, die können das jetzt eben direkt über das Bike machen. Finde ich definitiv nicht verkehrt. Es ist schon ein Weilchen her, wo wir erzählt haben, dass der Automobilvermieter Hertz knapp, was waren es damals, 100.000 Teslas über die nächsten 5 Jahre geordert hat. Nun gibt man die nächste große Bestellung auf. Und nee, die werden nicht in Berlin in der neuen Tesla-Fabrik gebastelt. Nee, es geht um eine Bestellung bei Polestar. Die ersten Geräte sollen der Polestar 2 sein. Schon in diesem Jahr schon starten. Insgesamt will man 65.000 Fahrzeuge, auch hier wieder über einen Zeitraum von 5 Jahren, ordern. Dann geht's zu Apple und der WWDC. Das Datum steht nun fest, 6. bis 10. Juni. Für all diejenigen, die die Entwicklungsgeschichte rund um Apple, was da aktuell so abläuft mit iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, macOS und so weiter, die werden sich auf den 6. Juni freuen dürfen, denn da ist wie immer die erste Eröffnungs-Keynote und nachher kommen dann die ganzen anderen Geschichten mit hervor. Dann hat DJI wieder mal was Neues vorgestellt und nein, es ist keine Drohne und es ist auch kein Gimbal. Es ist ein Zusatz-Gadget, was man sehr gut gebrauchen kann, nämlich ein kabelloses Mikrofon-Set. Gleich vorneweg, kostet 329 Euronen, mag für den einen oder anderen viel sein. Wenn man auf vergleichbare Objekte anschaut, ist das im verhältnismäßig normalen Rahmen.
Was mir daran speziell gut gefällt, ist, dass ihr das Ganze gleich in der Box geliefert bekommt, wo man das aufladen kann. Sehr, sehr sexy, wenn man es vor allem mit Rode und so weiter vergleicht, wo das in so einem doofen Säckchen daherkommt. Man hat eine Zweikanalaufnahme auf 250 Meter Entfernung. Man hat die Möglichkeit, das Ganze während 5,5 Stunden zu nutzen. Und was war da noch mit dabei? Da war ich noch was. Ja, sie sind leichte Dinger und schauen auch nicht unbedingt schlecht aus, aber auch nicht gut. Also ich meine, die Dinger hängen dann irgendwo an T-Shirts und Hemden und das ist immer das gleiche Thema. Aber die haben einen Klinkenport, da kann man auch mit externen Mikrofonen arbeiten, denke ich doch. Und zu guter Letzt noch eine Neuigkeit für alle Notiz-App-Fans, die schon lange mal GoodNotes ausprobieren wollten. Das geht jetzt. Man kann es kostenlos austesten. Die ersten drei Notizbücher gehen aufs Haus und dann kostet es Geld. Ich als Nutzer von GoodNotes kann das euch nur empfehlen. In diesem Sinne, das war's mit Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich wünsche euch einen guten Start in diesen und wir hören uns bald wieder. Hoffe ich doch. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.